Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu RCT World, Rollercoaster Tycoon World. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, was ist denn da los? Die Sache ist ganz einfach. Ich war jüngst im Mediamarkt, wollte mir eigentlich nur eine neue Maus kaufen. Aber wie es immer so ist, da geht man halt immer so noch so obligatorisch durch die Computerspielereihe, obwohl es da eigentlich auch kaum mehr Gescheites Neues gibt, bis auf den x-ten Teil von den und dem Franchise. Und dann sehe ich dazu Rollercoaster Tycoon World, 5 Euro. Wie gesagt, 5 Euro. Habe ich kurz nachgedacht. Hat mir so, da waren noch vier Hüllen von dem Spiel. Die habe ich ja mal alle durchgeguckt. Und da waren zwei Hüllen. Da war der Preis 29,95 noch drauf. Habe ich mir so gedacht, naja, wo ist denn jetzt hier der Fehler? Fragst du einen Mitarbeiter, ob der das erklären kann? Oder gehst du all in? Ich habe es dann riskiert. Habe mir so gedacht, habe ich dann an der Kasse dumm gestellt. Mit dem Hintergedanken, wenn es dann doch 29,95 kostet, nehme ich es nicht mit. Ja, und das Ende das vom Lied war, das hat wirklich nur 5 Euro gekostet und daher habe ich es dann doch gekauft, spontan. Und ja, bei Steam hat das Spiel eine Bewertung von 5 von 10. Bei GameStar hat es eine Bewertung von 37% bekommen. Die Steam-Bewertungen sind auch, wenn ich das richtig sehe, größtenteils negativ auf der Shop-Seite. Genau. 25% der knapp 3000 Nutzerrezensionen für dieses Spiel sind positiv. Das heißt, 75% sind, ich sag mal, neutral bis negativ. Das sagt ja schon sehr viel aus. Ja, und ich finde mal, das ist doch genau das richtige Spiel. Die richtige Grundlage, um das Spiel mal anzugucken. Natürlich im Voraus gesagt, das wird sicherlich kein komplettes LP, sondern, ja, mal gucken. Vielleicht werde ich es einfach auch nur mal hier eine längere Aufnahme raushauen. Es gibt einen Story-Modus und einen Sandkasten. Ich würde aber einfach mal gucken, dass wir den Story-Modus machen. Da habe ich, glaube ich, schon mal zwei Level gespielt, nämlich Tycoon Baby. Versuche ich in einem bestehenden Park, das ist wie so ein Tutorial. Und die Grundausbildung habe ich schon gespielt. Und daher weiß ich schon so ein bisschen, wie es geht. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Hier gibt es das Level, das heißt Einladender Wald. Dann gibt es noch der verrückte Canyon und die leuchtenden Inseln. Aber es muss man erstmal. Ist das hier was? Fotografieren verboten? Hier ist ein Level, Fotografieren verboten. Okay, das ist aber auch dezent unrealistisch. Aber der erste Eindruck ist natürlich eigentlich, wie gesagt, ich spiele das jetzt wirklich das allererste Mal. Ich habe keine Bewertungen gesehen. Ich habe, glaube ich, auch kaum ein YouTube-Video gesehen. Also hier so diese Aufmachung von dem, ja, von der Levelübersicht, die ist schon mal eigentlich recht cool gemacht, finde ich. Hat was. Und schon einmal der Glitzerschlucht, auf geht's. So, der Ladebildschirm ist auch interessant. Weil es natürlich jetzt ja erfahrungsgemäß wieder ein bisschen dauert. Unten gibt es natürlich wieder die üblichen Tipps. Denk dran, gegen eine kleine Gebühr kannst du platzierte Elemente mit dem Verschieben-Werkzeug an einen anderen Ort verlegen. Das heißt, das ist nicht so wie beim Original, beim klassischen RCT, dass man einfach abreißt. Na gut, eigentlich schon. Abreißen, ein bisschen Geld zurückkriegen und neu bauen ist eigentlich so ein bisschen das Gleiche, aber naja. Ja, interessante Ladeanimation auf jeden Fall mit der Achterbahn, die ja so rumläuft. Ja, gucken wir mal, so 100%. Ja, bin ich mal gespannt. Wieder hier werden 60 FPS aufgenommen, wie es rüberkommt. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Eieiei. Wie gesagt, für 5 Euro finde ich das in Ordnung. Wenn das Spiel schlecht ist, dann ist 5 Euro, da ist um die 5 Euro weniger traurig, als wenn man da jetzt irgendwie das zum Vollpreis für 60 Euro gekauft hätte. So, neuer Fluss. Warum eigentlich neuer Fluss? Das erste Mal hier die Assistentin. Glitzerschlucht. Was meinst du? Der Park ist wunderschön, oder nicht? Sanfte Hügel, grünes Gras, Bäume und diese tiefe Schlucht. Da gibt es reichlich Gelegenheiten für wundervolle Attraktionen.
Es wird nicht ganz einfach werden, aber ich bin echt gespannt, welche Ergebnisse du nach ein paar geringfügigen Veränderungen erzielen wirst. Aber was ist ein neuer Fluss? Was ist denn neuer Fluss? Was soll das eigentlich auf Englisch heißen? New River, New Steam, New. Also. Wo ist das? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was gibt es da noch für logische Wörter, die da passen könnten? Current, Flow, Flux. Straight, Torrential River, Livestream. Macht irgendwie gar keinen Sinn, ne, dort das Wort Fluss zu nehmen, ne? Oder? Na gut, egal. Gehen Sie. Ja, coole deutsche Übersetzung auf jeden Fall schon mal. Also gehen wir. Jo, dieses Land hat viel Potenzial für einen Vergnügungspark, aber es gibt muss etwas aufgeräumt werden, bevor mit dem Bau begonnen werden kann. Completed Tutorial, erstmal toll. Keine richtige Lokalisierung hier am Start, ist schon mal negativ. Completed Tutorial, ja, machen wir es einfach mal. Du kannst den Massenlöschungspinsel aktivieren, um mehrere Objekte gleichzeitig aus dem Weg zu räumen. Fällen mindestens 10 Felsen aus der Schlucht. Na gut, eigentlich machen wir mal hin, ja, zack. So, geschafft. Das ist alles noch Tutorial hier irgendwie, ne? Kann das sein? Irgendwie nervt das. Diese Schlucht ist nicht viel Zeit, viel Platz, Attraktion. Es wird Zeit, die Schaufel rauszuholen. Die Schaufel ist bestimmt dann diese hier. Ebne das Terrain an. Ach, hier. Anheben oder planieren? Nee, er sagt anheben, nee, ebnen. In deinem Park ist es ja dunkel. Vielleicht solltest du ein paar Laternen errichten. Dann ist es doch aber gar keine Schlucht mehr, wenn ich das hier planiere. Ne? Ist auch ein bisschen sinnfrei, ne? So, jetzt haben wir es gemacht, auf die Gefahr, dass wir jetzt pleite sind. So. Eingeebnet, fertig. Ja, haben wir gemacht. Und jetzt, oh nein, wir haben Errungenschaften erreicht. Die seht ihr jetzt natürlich nicht. Ich glaube, ich habe ausgeblendet, dass wir da irgendwelche Anzeigen im Stream haben. Und zwar haben wir bekommen Park-Rating 100. Und solche Späße, naja. So, wie die Frage sei jetzt, wie geht das jetzt hier weiter? Terrain ist doch eingeebnet, dann muss ich das. Ach, ich sollte doch das nehmen, dann sag das doch. Oh. Eindeutige Anweisungen machen das Ganze einfacher. Diese Schucht wird mit das Wasser noch besser. Ich habe das Wasser doch gerade weggemacht. Füge dem Schluchtensee Wasser hinzu. Habe ich gerade planiert, würde ich mal sagen. Wo ist denn der Wasserbutton überhaupt? Ist das das hier? Nee. Wähle im Terrain-Menü. Ach, der Eimer hier. So. Ach so, ach, guck mal, mit dem See sieht das doch schon gleich viel cooler aus, meiner Meinung nach, wenn das so ein großer See ist. Platziere drei Dekorationsobjekte nahe an die flache Attraktion. Wo ist denn eine flache Attraktion? Hier geht sogar noch ein Weg hoch. Eieiei. Nahe bietet drei. Stell noch hier drei Dekorationsobjekte hin, dann bin ich schmerzlos. Wenn der Feind schon die Lampe, die Beleuchtung angefenst hat, dann machen wir einfach mal hier eine Lampe. Zum Beispiel diese Mini-Antennen-Straßenlampe hier. Zählt das? Nö. Ach so, ich soll erstmal eine flache Attraktion heißt es. Die Übersetzung ist total komisch. Eine flache Attraktion ist natürlich eine. Ein Flatride, würde man heute sagen. Ist das egal, welche ich baue, liebes Spiel? Oder findest du dann wiederum, wenn ich die falsche baue? Fangen wir mal mit einer Rutsche an hier. Das wird richtig.
Besucher sind hungrig. Habe ich auch schon Besucher im Park? Wo steht denn das? 6 Besucher. Boah, jetzt muss eine komische Rutsche irgendwo hin. Ach, hier ist der Eingang. Oh. Ja, die Kamerasteuerung ist auch irgendwie komisch. Warum kann ich das nicht bauen? Wo steht denn überhaupt mein Kontostand? Hier in die Schlucht kann ich das reinbauen? Das ist aber auch ein bisschen... Hier kann ich das hinbauen. Ah, ich wollte es drehen. Ich entwickle gerade so ein bisschen so einen Hass auf die Steuerung von diesem Spiel. Hier passt's hin. Okay. Überzeugt. Glückwunsch, du hast deine erste flache Kinderattraktion gebaut. Platziere 3 Dekorationsgegenstände, um ihre Begeisterungswerte zu erhöhen. Oh yeah. Gibt's irgendwas richtig Absurdes? Felsen. Die Felsen, die wir gerade abgerissen haben, die stellen wir da jetzt wieder daneben. Was ist denn das? Eine Kugelkaktus? Komm, das kommt immer gut. So. Jetzt muss ich die Attraktion aber noch anbinden, ne? Weil... Es macht ja sonst keinen Sinn. Das machen wir jetzt erstmal. Das ist der Ausgang. Vor allem auch dieses Wegbauen. Guckt euch das doch mal an hier, was das... Das wird dort angekettelt und natürlich den Weg auch noch, dass die dort hinkommen. Das ist schon ein bisschen komisch hier. Also wir natürlich den Weg nehmen können, damit das hier natürlich zur Deko passt. Da muss man es natürlich auch erstmal abreißen, ne? Dann bleibt es halt.